Auf Sie mit Gebrüll, das könnte der Schlachtruf hier in Shibuya mitten in Tokio sein. Ich bin wieder zurück, tatsächlich in Fernost. Und was macht der Markt? Na, der geht nach unten. Also auf Sie mit Gebrüll, auf die Bären, denn im Moment ist der Markt nun mal alles andere als stark. Im Gegenteil, sowohl DAX als auch Dow und die anderen Kollegen aus dem amerikanischen Markt sind im Moment sehr stark nach unten orientiert. Und das dürfte auch übergeordnet durchaus noch ein bisschen so weitergehen. Was auch immer übergeordnet ist, das muss man natürlich noch mal festlegen. Aber wer sich den amerikanischen Markt anguckt, noch haben wir die Schübe alle nach unten. Es wäre so langsam aber sicher an der Zeit, dass der Markt mal was Korrektives gegenschiebt. Wenn er was Starkes nach oben schiebt, dann ist die Abwärtsrichtung vorbei. Ich glaube nicht, dass das das wahrscheinlichste Bild ist, aber denkbar wäre das natürlich schon. Aber wenn es jetzt auf der Abwärtsseite so steil bleibt, aber die Aufwärtsseite Schwäche zeigt, und wir müssten das so langsam aber sicher, Freunde der Charttechnik, die gerne mal bis 5 zählen, die würden wahrscheinlich vermuten, Mensch, haben wir nicht da sowas Fünfwelliges schon halbwegs zu Ende? Dann müsste doch jetzt eine Korrektur nach oben erfolgen. Und wenn es tatsächlich eine Korrektur wäre, dann wäre die nächste Schubbewegung wieder nach unten zu erwarten. Das wäre das klassische Bild, womit man typischerweise und sehr gerne eben rechnen sollte. Das Ganze könnte sich ähnlich beim Gold abspielen, allerdings auf einer anderen Zeitebene. Denn dort sehen wir ebenfalls im Moment eine tolle Schubbewegung. Einfach mal drauf gucken. Schub im Moment nach unten, nachdem es so weit gelaufen ist. Ich will damit nicht sagen, dass der Bullenrun zu Ende ist. Aber zumindest mal eine Pause, die jetzt wahrscheinlich noch nicht vorbei ist, sondern eben noch mal fortgesetzt werden sollte. Damit könnte zumindest noch mal gerechnet werden. Also, man sieht, da ist noch ein bisschen Schmackes drin hier auf der Abwärtsseite. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Plan haben. Jetzt wird es hier richtig laut, so wie vielleicht bei Ihnen nachher am Handelsplatz, wenn Sie unterwegs sind. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie an der richtigen Seite orientiert sind. Wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie heute machen können, gucken Sie sich einfach mal unseren Trade des Tages an. Dort sind wir Euro gegen US-Dollar mal im Blickfeld. Also insofern vielleicht etwas, was Sie sich angucken sollten. Wir haben ein paar konkrete Marken mit dazu geschrieben, die für den Handel vielleicht nicht uninteressant sind. In diesem Sinne, bevor ich mir die Seele aus dem Leibe schreie, Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.